Was kennzeichnet ein Großraumbüro? Nun, wenn so eine Frage einem unterkommt, dann kann man sich erstmal an das Wort klammern und sagen, ein Großraumbüro wird zunächst einmal gekennzeichnet durch einen großen Raum. Ja, das ist ein großer Raum. Plus viele Menschen. Und da es sich um ein Büro handelt, kann man sagen, viele Menschen, die dort arbeiten, im Sinne von Büroarbeit. Und wenn man dann noch gefragt wird, wie kann man sich das denn jetzt genauer vorstellen? Sitzen Sie da alle in Reih und Glied? In der Tat, pardon, in der Tat gab es sowas mal. Es gab Großraumbüros. Da saßen Sekretärinnen hintereinander in Reih und Glied. Heute hat man da etwas modernere Ausstattungen. Da gibt es Stellwände, da gibt es Pflanzen. Auch durch Pflanzen kann man gewisse Abgrenzungen herstellen und sogenannte Raum-in-Raum-Systeme. Raum-in-Raum-Systeme, sodass man die Illusion eines kleineren, abgegrenzteren Arbeitsplatzes innerhalb dieses großen Raums zumindest versucht zu schaffen. Ja, die große Euphorie bei den Großraumbüros, die hat stark nachgelassen. Ich bin vor kurzem erst wieder auf eine Studie gestoßen, wo es darum ging, dass solche Großraumbüros sehr ineffizient sind. Aber man hat da mal sehr stark dran geglaubt. Ja, aber das geht eigentlich schon zu weit. Gefragt war ja, was Großraumbüros kennzeichnet. Und da kann man sagen, es sind große Räume mit vielen Menschen, die dort Büroarbeit verrichten. Und dieser große Raum ist unterteilt durch Stellwände, Pflanzen, Raum-in-Raum-Systeme, damit die Illusion von kleineren Räumen innerhalb dieses großen Raums entsteht. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.